Schön, euch zu sehen. Bereit für die nächste Expedition? Das ist ungefähr genau das, was ich euch sagen wollte. Schön, euch zu sehen. Ich spiele mal wieder ein bisschen Hearthstone. Und zwar aufgrund der neuen Erweiterung. Wie heißt es? Expedition nach Un'Goro? Krater nach Un'Goro? Reise nach Un'Goro? Irgendwie sowas. Irgendwas mit Un'Goro. So, und ich habe hier diese lustige Quest. Maiev, also ich habe sie beim letzten Mal Maeve genannt. Maiev, Schattensang. Irgendein Charakter aus World of Warcraft, den ich jetzt nicht zuordnen kann. Den will ich haben. Oder die. Maeve ist eine, die. Ich weiß aber nicht, wer das ist. Was mit. Ah ja, weiß ich. Lalala. Weiß ich doch. So, ich habe, wie ihr vielleicht vorhin gesehen habt, hier die Quest. Ich habe hier schon 3 von 10 Spielen gewonnen. Das habe ich gestern mal gemacht mit einem wunderschönen neuen Deck, das sich aus den Karten der neuen Erweiterung zusammensetzt. Ich habe da, um ganz ehrlich zu sein, mir eine Deckliste aus dem Internet angeguckt. Da gibt es ein paar schöne. Und habe mich auch dafür entschieden, mir einen Mage zu machen, weil irgendwie der Zauberer hier, also der Magier in Hearthstone, macht mir persönlich am meisten Spaß. Und ich habe hier jetzt ein Deck erstellt, das habe ich feierlich Un'Goro Goro Goro Mage genannt. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein. Gewertetes Spiel. Meine 4. Runde mit diesem Deck. Ich habe bisher noch kein Mal mit dem Deck verloren. Ich hoffe, dass das so bleibt. Schauen wir mal. Ich hätte nämlich schon gerne einen neuen Charakter. Einfach so. Einfach weil. Ist halt geschenkt. Ich stehe auf Geschenke. Ich stehe auch allerdings drauf, wenn ich schnell einen Gegner finde und das nicht so lange dauert. Ja, großartig. Mediv gegen Valera. So, Magier gegen Schurke. Und die Spiele beginnen. Worauf ich mich jetzt gestürzt habe mit diesem Deck, ist das Feature der Elementare. Vieles, ja, jetzt sieht man es, ich habe gleich 3 Elementare auf der Hand. Jackpot. Damit kann ich also Kram machen. So, ich spiele jetzt einfach mal ein Elementar aus. Genau, mit Kampfschrei kriege ich noch ein Elementar auf die Hand. Das ist unfassbar, was ihr hier. Das sind jetzt diese Mini-Dinger. Oh. Das ist auch eine Neuigkeit, die. Ja, was Neues. Das hatte ich beim letzten Mal gar nicht. Es gibt jetzt Questkarten, nur um das kurz einzuhaken. Questkarten, mit der man eine neue Karte auf die Hand kriegt, die man ausspielen kann. Und die hier hat jetzt die Eigenschaft, also nachdem man 4 Diener mit gleichen Namen ausgespielt hat, kriegt man Kristallkern und mit dem Kristallkern werden alle Diener für den Rest des Spiels 5 Leben, 5 Angriff. Man denkt sich vielleicht, 4 Diener mit gleichen Namen ausspielen, pff, ist ja easy. Wenn man im Hinterkopf hat, dass man jede Karte aber nur 2-mal reinnehmen darf, ist das vielleicht gar nicht so easy. Jetzt kommt jedoch dazu, dass gerade der Schurke, das habe ich beim letzten Mal feststellen müssen, extrem viele Karten auf der Hand hat, mit der man seine Diener, extrem viele Diener, halt, Moment, dass der Schurke extrem viele Karten im Deck haben kann, mit dem man seinen eigenen Diener wieder zurück auf die Hand befördern kann. Und wenn das so einer ist, wie der, gegen den ich gestern gespielt habe, dann spielt er gleich irgendein Viech mit, also, weiß nicht, so ein 1-1-Viech aus, bevorzugt mit Ansturm. Irgendwie kriege ich gerade nichts Gutes. Die Kombi hier spare ich mir auf. Den Zauberlehrling, der meine Zauber um 1 reduziert und mein Frostblitz. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal straight auf sein Face, mitten in die Fresse. Schurke. Karten. Zauber, mit dem man seine Karten wieder auf der Hand holen kann, wenn sie auf dem Feld liegen, also seine Diener. Alles einsteigen. Ja, hier, lasst einen befreundeten Diener auf eure Hand zurückkehren, genau sowas hier. Aber die hätte er eigentlich nicht so spielen dürfen. Alles einsteigen. Außer er wechselt jetzt ab, die beiden im Wechsel auszuspielen. Was für mich bedeutet, ich sollte den hier möglichst schnell zerstören. Etwas, das ich jetzt auch ganz dreist mal mache. Mag vielleicht Verschwendung sein an Frostblitz, aber das muss jetzt leider mal sein. Ich habe keine Lust, dass der sein Deck nur noch mit 5-5 Viechern voll hat, die dann auch von den Mana-Kosten her nicht steigen. Und wenn ich daran denke, dass ich hier zum Beispiel ein Flammenelementar 5-5 ausspielen kann für 1 Mana
und ich davon extrem viele auf der Hand habe. Dann krieg ich's kurz. Da, genau. Dann hat er auch noch den Braumeister. Schön. Das heißt, in der nächsten Runde hat er seine Quest erfüllt. Da kann ich eigentlich nichts gegen machen. Wenn ich nicht komplett irgendwie seine Hand auseinandernehmen kann. Kann ich leider nicht. Kann ich leider nicht. Damit hat er gleich seine Quest vollendet. Und mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als möglichst schnell jetzt ihn zu zerstören. Jetzt kriegt er seine Questkarte. Die kostet allerdings auch ein bisschen Mana. Die kann er also zum Glück nicht sofort ausspielen. Das heißt, die Runde darauf wird für mich ein bisschen... Ja gut, danach hat er kein Mana mehr, um noch Dina auszuspielen. Zumindest nicht so viel. Ich hätte jetzt gedacht, er spielt... Ich hätte gedacht, er spielt jetzt seine eine Karte aus. Also, ich dachte schon. Ich wollte schon sagen... So, dann kriegt er die. Die kostet nur 1. Ich dachte, die kostet 5. Okay. Vergessen wir es. Die kostet auch 5. Ach, die kostet 1. Die ursprüngliche Karte. Genau, dann kann er in der nächsten Runde, weil er 6 Mana hat, kann er die ausspielen. Hat aber nur 1 Mana übrig und kann eigentlich nicht viel machen. Genau, jetzt kommen wir kurz zur Elementarmechanik. Ich habe hier jetzt ständig Elementare ausgespielt. Insbesondere letzte Runde. Und die Elementare haben hier seit der neuen Erweiterung irgendwie diesen Zusatz, wenn ihr im letzten Zug ein Elementar ausgespielt habt. In dem Fall halt der hier, der Steinformer, der Tolvir, der jetzt Spott und Gottesschild erhält, nur weil ich im letzten Zug ein Elementar ausgespielt habe. Das mache ich auch direkt. Ich meine, warum nicht? Das stört ihn, mich nicht. Und er hat nur noch 8 Leben. Damit kann ich schon mal 6 Schaden machen, wenn ich will. Was für ein Elementar? Scheiße, der ist jetzt kein Elementar. War doof. Der hier hat nämlich auch diesen, wenn ihr im letzten Zug ein Elementar ausgespielt habt, Zusatz. Okay, das war jetzt ein bisschen ass. Oh nein! Die hätte ich gebraucht, dann hätte ich jetzt einfach eiskalt gewonnen. So kommt er mir tatsächlich mit einem Leben davon. Dann mache ich das aber mal so. Und so. Und dann kriegt er hier das Ding in sein Face. Soll er zusehen. Und dann spiele ich nochmal ein Elementar aus, damit meine Hand nicht zu voll wird. Jetzt gerade einen Frostblitz habe ich leider verloren, weil ich 10 Karten auf der Hand hatte. Dankeschön, danke dafür. Aber dadurch, dass ich jetzt hier ein Elementar ausgespielt habe, kann ich hier gleich mit dem 5 Schaden austeilen. Und die kriegt er dann einfach mal Face. Das heißt eigentlich, der kann eigentlich nichts mehr machen. Mich würde es wundern, wenn er sich da irgendwie rausholen kann. Der hat es auch geschafft, seine Questkarte nicht auszuspielen. Ist natürlich doof für ihn. Als ich das erste Mal gegen diese, also gegen diese Mechanik gespielt habe gestern, dachte ich mir, boah, das ist aber schon ein bisschen unfair. So plötzlich die ganze Hand voller 5-5er. Hat natürlich, also einmal ist die extrem langsam. Mehr oder weniger langsam, du kriegst sie also nicht sinnvoll vor dem 5. oder 6. Zug raus. Zu uns hat das den Nachteil, dass man eigentlich das ganze Deck voller schwacher Viecher hat. Weil wenn man starke Viecher drin hätte, dann würde man sich selbst schwächen. So, der kriegt jetzt erstmal gut gespielt. Nein! Mann! Ich wollte den Glutbringer ausspielen. Mann! Ah, dann halt nicht. Dann halt nicht.